Super, duper, super, duper. Warte mal, habe ich? Ich habe auch schon wieder einen Erfahrungspunkt. Zwei sogar. Gehe ich doch mal. Ein sexy T-Rex? Nee. Super, jetzt habe ich doch wieder Platz. Das gefällt mir ganz gut. So, ich mach doch Packesel. Packesel, dafür brauche ich Stärke Level 5 und für den sexy T-Rex brauche ich auch Stärke Level 7. Gut, dann wissen wir Bescheid. Ja. Ich würde dann sagen, ich folge dir oder wollen wir erstmal zu Hause den ganzen Kram ablegen? Ich habe schon abgelegt alles gerade. Na super. Dann warte wenigstens auf mich. Das ist deine So, Quest, die muss ich mitnehmen. Und dann können wir ja mal. Oh. Meine Ausdauer ist im Arsch. Die Dame ist ein fauler Barsch. Sie hat einfach gar keinen Bock. Sie braucht einfach nur ein Kock. Entschuldigung. Ja, Ui, was war das denn jetzt? Bei der da aus. So. Super. Das ist ein dahin. Ja, ich muss da sowieso noch Zeug ablegen. Ja, stimmt. Warte mal. Das. Hä? Hä? Bin ich blöd? Ja, du bist in der falschen anderen Seite. Ach so, ja. Okay. Die Ziegelsteinkirche ist uns und die Cobblestone-Kirche ist nicht uns. Okay, verstehe. Ja. Noch nicht. Wird hier eine Wand drüber gezogen, eine Wand, fertig. Ganz genau. Hase! Hab ich doch eh nicht. Ich will nichts sagen. Aber automatische Schrotflinte. Bist du ein Freund davon? Nein. Dann nehme ich sie. Was? Ja, nimm doch. Klar. Level 6. Ich bin eh ja so der Nahkampf. Level 6. Gut. Dann will ich noch mal klares Wasser machen. Das ist dann auch fertig. Wunderbar. Das auch. Das kann hier hin. Ja, das kann man so lassen. Wenn du irgendwelche Dingsbums-Saves oder so findest, sag Bescheid, ne? Ich habe nämlich noch ein paar Dingsbums. Mit noch ein paar Dietriche. So, jetzt folge ich dir. Easy peasy, lemon squeezy. Abwarten. Ja gut, da bin gleich da. Ja. Und dann gucken wir mal, was wir so kriegen können.
Kohle, Kohle, Kohle. Jetzt brauche ich aber erstmal was zu essen. Und sagt nämlich meine Kohle, Kohle, nämlich ohne Bohle. So, wunderbar. Das passt. Aber immer irgendwo so ein verfickter kleiner Kackgrashalm. Den du nicht siehst, der da meint, für euch stelle ich dir mal einen Weg. Ja, ja. Ganz normal. Was heißt hier? Ja, ja. Ja, ja heißt, leck mir am Arsch. Ach, das bist du. Ja. Dacht schon. Welche Kuh steht denn da mit zwei Eutern? Aber es bist ja du. Oh, die ist aber sehr freundlich. Ja. Ach ja, dann hole ich halt den dicken Hammer raus, meine Güte. Du weißt, dass wir das noch aktivieren müssen, ne? Ja. Oder wolltest du erst ab. Erst nur looten? Ja. Gut. Okay, hier ist nicht wirklich viel zu looten. Das reicht ja auch. Dabei gibt es viele Materialien. Ja. Okay, bis jetzt kriege ich nur Rohre und Steine. Ja. Bluppi! Was geht? Leerer Wandofen, was kriege ich daraus? Eisenrohre und Komponenten. Ist okay. Ja. Ich habe irgendeine Metallschlüssel genommen, jetzt ist alles offen. Gleich wieder verschlossen. Ist ja schon alles auf. Schon alles leer. Ja. Gut, dann lass aktivieren. Ja. Wir müssen hier rein. Das Gebiet säubern. Ja. Auch Mutti. So, Alter, das war ein Schuss unten rein. Juna, hallo. Ich finde ja echt nichts Gescheites. Das Regal ist ja nicht so schlimm. Ja, ja, klar. Muss ja auch nicht immer. Hauptsache, wir machen den ganzen Shit leer. Jo. Wie kommen wir denn jetzt hier hoch? Für die Leiter. Die hier ist. Ach, da. Stahlklöppel der Stufe 6. Der was für dich? Ja. Weil ich bin mit meinem Eisenvorschlagkammer eigentlich zufrieden.
Na, jetzt können wir zurück zum Händler. Ja. Mal gucken, was die Kleine diesmal für uns hat. Och Mann, was ist denn da schon wieder los mit denen? Mutti, was ist denn los? So. Jo. Wir haben gestern noch ein bisschen bei Sons of the Forest weitergemacht, Juno, und im Endeffekt habe ich dann noch einen Aufnahmestream mit Hogwarts Legacy gemacht. Ich weiß nicht, ob dich die Spiele wirklich interessieren. Ich bin jetzt noch ein bisschen am Geld grinden und farmen. You know, a few things turned up missing the other day. You don't spend it all in one place. But if you do, do you? Make sure it's here. Zepp-Benzinkanister. Das ist gut. Das ist wirklich gut, ja. Ich hab so viel Muni. Ich hab einen Fähigkeitspunkt. Super, das ist doch schon mal gut. Da kann ich den Packesel beim nächsten Mal machen und den sexuellen Tyrannosaurus. Das ist doch heiß. Ja. So, Baseballschläger. Ich guck, ob die irgendwelche Mods haben oder irgendwas zum Lesen. Oh, ich würde ja auf. Ich würde dir gerne auf so ein Dingsbums sparen, ne? Motorrad. Kann man doch. Kostet 30 fucking Tausend. Schade, das Holzsplitter-Mod nicht. Ja, dann gehen wir mal nach Hause. Ich meine, wir könnten noch zwei Dinge annehmen und diese in der Nacht erfüllen, aber ich weiß nicht, ich hab's jetzt nicht so eilig, die Dinger durchzurushen. Nö, ich auch nicht. Ich habe ein Reparaturkit gefunden. Nice. Die Frage ist jetzt folgendes: Mit was will ich das benutzen? Ja, das ist immer die Frage, ja. Yes. Das ist jetzt interessant. Weil Schaufel wäre ganz gut, aber ist jetzt nicht so dringend. Fick doch mein Leben. Ich habe eine Stahlachs Level 5 gefunden. Soll ich sagen, was ich gefunden habe? Die vielleicht nur in 6. Bitte? Eine Stufe höher als du. Wollen wir tauschen? Ich kann es gar nicht machen. Warte mal, gehe ich nämlich schon mal zurück zu der Jen und verkaufe ihr die Feuerwehraxt. Die gibt bestimmt auch nichts. Ja. Dann warte ich hier. Wo? Oh. So, warte. Hier liegt die. Genau, danke dir. So, verändern. Stahlmod hier rein. Schade. Brauchst du noch eine Holzsplittermod? Ja, gerne. Bitteschön. So, dann verkaufe ich nämlich die Feuerwehrmod der Jen. Genau, genau. Die nehmen wir jetzt, nehmen wir jetzt einfach Luna. Look what the cat dragged in. Um 29, da war die Luna mal geizig. Thank you so much. Hey, come again. So, jetzt will ich mal was gucken. Ich habe ja die Bogenmod. Wenn ich den verändere, kann ich nämlich die Griffmod nämlich da rausholen. Mhm. Und kann die vielleicht in die Holz-Dingsbums reinlegen. Dann muss die nicht so stark repariert werden. Und dann kann ich nämlich meine Schaufel reparieren. Danke noch. Super. Weil dann haben wir nämlich noch ein bisschen Zeit für alles. Ja. Dann gehen wir erstmal nach Hause, machen unsere Inventare mal wieder leer. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis zum Blutmond. Wir haben das ungefähr für die neuen Neuzugänge. Wir haben es eingeschaltet. Alle 10 Tage Blutmond.
Einfach weil ich mich mal hier eigentlich ein bisschen entspannen will. Machst du denn da schon wieder? Hallo gesagt. Sichtbereich-Mod. Den nehme ich mal für Dingsbums. Zu betäuben und zu verlangsamen habe ich aber schon. Den Sichtbereich-Mod. Ich weiß nicht, ob ich den auf den Bogen basteln kann. Nein, kann ich nicht. Aber den Sichtbereich-Mod kann ich mein Jagdgewehr legen. Was haben wir denn hier noch für eine Mod? Vollautomatik-Mod, Isolierungs-Mod. Machetenteile. Trommelmagazin-Mod. Verdoppelt die Munitionskapazität eines Maschinengewehrs. Nee, brauche ich alles nicht. Kann sein, dass du gerade so ein bisschen das Sortieren mir überlässt. Nein, das sortiere auch gerade. Okay. So, Getränke. Essen, Kochzutaten. Ich habe keine Ahnung, wo Schadensverminderung, Frostbites. Müssten wir eigentlich mal. Ja, Wasser haben wir eigentlich mehr als genug, ne? Bisschen zu dunkel hier gerade. Fackel brauche ich Tierfett, Stofffetzen und Holz. Alles, was wir gut kriegen. Da teile ich mal ein paar Fackeln, so 2-3 Stück. Ja, sehr klar. Tierfett. Holz und Stoff. Tierfett, Stoff. Holz und Stoff. 2, 3, 4, 5. Genau. So. Muss ich mal gucken, ob wir noch irgendwo Nägel haben. Ansonsten gucke ich mal, ob ich welche. Ich habe 11 Nägel dabei. Ja, ich gucke mal, ob ich an einer von den Schmiedennägel. Ne, Nägel kannst du ja nur. Wo kann man die herstellen? Schmiede oder Dingsbums? Ich glaube, hier. Schmiede. Eisen und Lehm. Gut, dann mache ich da doch schon mal was. Guck mal, ob vorne noch irgendwas in den Truhen ist. An Nägel. Nein.
Brauchst du den selbstgebauten Stab? Nee, kannst du kaufen, wenn du willst. Okay, dann gucken wir mal. Den Footballhelm? Stufe 4? Kannst du auch verkaufen. Gut, dann ist das doch schon einmal. Fange ich mich mal an, ein bisschen zu sortieren. Mhm. Da kommt es eigentlich egal. Machen wir sowieso. So, selbstgebauter Stab kann ja weg. Feuerwaffenteile. Die behalte ich mal. Also die Dingsbums, die Pfeile. Holz und Steine. Kerzen hast du hier nicht verteilt, ne? Bitte? Kerzen hast du hier nicht verteilt, oder? Nee, das weißt du noch nicht. Gut. Würde dann einfach mal sagen. Wollen wir sowas wie Frostbite so einen Scheiß auch verkaufen? Weil das gibt nämlich an sich gut Geld. Vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel hier Fernkampfschaden plus. Obwohl, das würde ich gerne mal behalten. Das wäre was für mich. Ja, genau, genau. Aber mit Blutmond ist das sehr gut. Was mit den Steroiden? Wollen wir die auch verkaufen? Weil eigentlich brauchen wir die ja nicht, ne? Ja, du kannst gar nicht verkaufen. Okay, dann ist das doch schon. Gut. Brauchen wir wirklich zwei Pistolen oder würde theoretisch eine Handfeuerpistole ausreichen? Was meinst du? Eine würde ausreichen, theoretisch, ne? Gut, dann würde ich sagen. Nehme ich die mit dem meisten Damage. Dann ist das nämlich auch schon mal weg. Ja. Molotov-Cocktails behalten wir auf jeden Fall. Gut, dann habe ich das Zeug, was ich verkaufen kann. So. Sonst, wie geht's euch? Soweit. Blub, Juna. Alles gut. Noch gleich nochmal Pipi. Ja, ganz. Oh, das war heute Morgen war es wirklich interessant. Und heute Morgen bin ich aufgewacht. Ich habe geträumt, wir hätten The Forest gespielt. Sons of the Forest. Mein Charakter hatte Kopfschmerzen. Und ich musste irgendwas ablegen, um die Kopfschmerzen loszuwerden. Und dann bin ich aufgestanden und hatte wirklich Kopfschmerzen. Oh. Ich bin wirklich heute Morgen um kurz nach 7 wegen Kopfschmerzen aufgewacht, hab mir da eine Kopfschmerztablette reingepfiffen und konnte dann nochmal ein bisschen schlafen. Es war so übel heute Morgen. Kopfschmerzen gehabt, Pille genommen und vorher nochmal einfach eine halbe Stunde duschen gewesen. Habe ich mich noch mal hingelegt. War nicht schön.
waren durchaus nicht schön. So, wenn wir überlegen, was ich jetzt noch mache. Achso, ich wollte die ganze Zeit auf Toilette. Ja, du warst fragen wir das mal nicht. Maxi-Pack. M&M's Maxi-Pack. 374 Gramm, das ist doch schwach. Das Maxi-Pack hatte bei uns damals 400 Gramm. Ja, hatte man. Moment, warum hat das manchmal so Ruckler? Ich hab keine Ahnung. Mal gucken. Ich meine, bauen ist zwar jetzt ganz schön, aber ich habe das Gefühl, dass wir ein Problem kriegen werden, wenn wir nicht bald an unsere Verteidigung denken. So, das stimmt. Mindestens mal so ein paar Stacheln oder so. Spikes, ja, ja, klar. Ich baue schon mal welche. Ich habe natürlich jetzt kein Holz mehr. Was machst du denn da? Bäume fällen. Ja, ah, okay. Das bei mir, also das Spiel. Keine Ahnung. Frage ist was? An der Leistung kann es nicht liegen. Ja. Wenn mein PC zu schlecht für dieses Spiel ist, dann will ich den PC sehen, der bereit für das Spiel ist. Ich habe extra deswegen aufgerüstet. Ja, ist wirklich so. So 7 Days und Ranch Simulator, theoretisch. Ja, genau, so Ranches weiß ich ja.
Nur deswegen habe ich ein PC-Upgrade durchgeführt. So, wunderbar, da habe ich schon wieder was. Nicht besser. Warte mal. Was machst du jetzt eigentlich, wenn ich die ganze Zeit hier am Baum bin und diese ganzen tollen Werkzeuge habe? Ich wollte Holz fällen. Was wirklich Sinn, wenn du Holz fällst? Ich baue eine gute Axt. Okay. Da wird deine Fünfer bekommen. Ach so, okay, ja. Das war mir jetzt leicht entfallen. Alles gut. Wollen wir gleich mit zwei Reihen beginnen? Ja, würde ich schon sagen. Wir könnten ja gucken, was passiert, wenn wir nur eine Reihe machen, und zwar die zweite Reihe. Das wäre auch mal eine Frage. Das wäre auch mal eine Sache wert. Ja. So, dann nehme ich gleich. Hast du noch Geld bei dir oder hast du alles in die Truhe gepackt? Alles in die Truhe. Gut, dann nehme ich das mal mit und guck mal, was sie so verkauft. Vielleicht hat sie ja was Interessantes. Ich glaube es zwar nicht, aber auf der anderen Seite, man kann ja nie wissen. So ist es. Ich werde echt mal überlegen, was wir noch haben, was wir verkaufen könnten, aber bis jetzt sieht es eigentlich alles relativ gut aus. Weißt du, was das Schöne ist? Dadurch, dass ich jetzt dass ich OBS jetzt ein bisschen besser nutzen kann. Ich muss noch mal gucken, ob ich die Grafikeinheit von meiner CPU aktiviere und das für das Aufnehmen von OBS benutze. Kann ich nämlich jetzt beides machen, ohne Probleme. Dauerhaft. Wenn ich die ganze Zeit schon am Aufnehmen. So, jetzt ist jetzt die Frage, wie komme ich da am besten rein? Immer nur Hunger hier, die Alte. Immer nur Hunger. Kann man eigentlich mit dem zerbrochenen Glas machen, außer sich selbst killen? Nichts. Kann man das nicht irgendwie ein... Das hat jetzt... Ein ordentliches Glas draus machen, das wäre eine ganz gute... Hier ist nix. Original nichts. Was hinterfrage ich jetzt mal nicht.
Ist aber interessant, dass man jetzt so einstellen kann, dass bis auf den Blutmond keine neuen Zombies mehr spawnen, weil das wäre ja dann auch wieder theoretisch. Praktisch. Schrotflinten-Drosselungsmod, Kneipenschlägerei, Bauplan-Motorradfahrwerk. Nee, ich will auf das Motorrad sparen. Selbstgebautes Gewehr. Level 6. Für 1200. Ich bin echt am Überlegen, ob ich das nehme. Doch, nehme ich. I hope you come back and see me sometime. Ja, 1200 ist jetzt auch nicht so viel. Nee, dann verkaufe ich gleich das Level 3er, ne? Ja. Gut. Das war nicht schlecht. Werkzeug, eiserne Feueraxt brauchen wir ja auch nicht mehr. Hat die sonst noch irgendwelche Waffen? Nö. Schade, Bogen wäre ganz cool, aber... Thanks for the business. We're open from dawn. Kein Problem. To Dingsbums. Wollen wir noch mal ein paar Quests machen oder wollen wir erstmal bauen? Wir können gerne auch bauen jetzt. Ich brauche jetzt 3 Arten von Munition. Gut, dann bauen wir erstmal ein bisschen. Also ich habe jetzt knapp 4270 Holz gesammelt. Das ist gar nicht schlecht. Das ist mehr als ich. Aber ich bin gut ausgerüstet dafür, dass wir erst Tag 5 haben. Na, das stimmt. Das stimmt. Selbstgebautes Gewehr Level 6. Selbstgebautes Maschinengewehr Level 6. Stahlachs Level 6. Ja. Aber nichts zum Reparieren. Das ist so doof teilweise. Du hast ja gesagt, die haben noch irgendwo Nägel, ne? Müssten wir noch haben, ja. Ich habe jetzt keine mehr gefunden. Dann haben wir keine mehr. Hast du keine mehr im Inventar? Mm-mm. Schade. Dann lass mich mal überlegen. Willst du die Dingsbums verteilen? Was dann? Die Dingsbums, wie heißt's? Na, die Dingsbums halt, die Stacheln. Ne, mach ruhig, mach ruhig. Okay. Dann muss ich aber Holz holen. Ich habe nämlich keins mehr. Ich komm gleich vorbei, warte. Kein Problem, ich kann ja auch noch was hacken. Eine andere Kirche hier, ne? Ja, sieht aus. Ah, du warst hier schon. Nicht schlecht. Ist auch schick. Was?
Warte, ich hab die Holz fertig. Die hat einen Keller, wie geil ist das denn? Oh, hier will ich aber wohnen. Dankeschön. Bitte? Ich guck mir mal den Keller an. Der ist hübsch. Also hier könnten wir echt wohnen. Ja. Oder Keller zum Verstecken. Alter Schwede. Hat sich schon komplett leer gemacht, ne? Nee, noch nicht. Nee, nee. Bin ja nur da schnittig. Schon mal gesagt, ja. dass ich die Schrotflinte toll finde. Ja. Noch nicht. Aber ich finde sie toll. Hast du gesehen, 5000 Dingsbums innerhalb von ein paar Sekunden. Ja, ja. Oh, komm schon, Dietrich. Kann nicht sein. Muss mich verarschen. Ich habe alle Dietriche verballert, nur weil die letzten 3 Sekunden nicht wollten. Gewehrteile. Gefechte in der Stadt. Landminen. Schärfe dein Gehör für leises Klicken. Kämpfte Verbindungsmod. Medizin. Schockstab. Geräusche minus 8%. Geht bestimmt nur auf Kleidung, ne? Glaub schon, ja. Verringert den Lärm von Rüstung enorm. Jetzt würde natürlich Sinn machen. Ich habe zwar keine Ahnung, wo noch irgendwo einer rumeiert, aber